Promi Geflüster mit der ersten herbstlichen Ausgabe 2023, wobei man eigentlich schon fast sagen muss, wir haben noch Spätsommer und den ganz ordentlich, denn Temperaturen ja bis zu 30 Grad, das ist in den letzten Tagen keine Seltenheit gewesen. Naja, wie auch immer, irgendwann wird es auch wieder ein bisschen kühler und man kann wieder durchschnaufen. Deswegen, heute freut es mich umso mehr, mal wieder einen jungen Musiker, einen jungen Sänger aus Kärnten euch vorstellen zu dürfen. Michael Huber heißt er und er hat gerade aktuell seine zweite Single am Start. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Bitte gerne. Also, heute haben wir den besten Moment, hoffe ich doch, oder? Der beste Moment, so heißt dein aktuelles, deine aktuelle Single. Genau, meine neue Single, der beste Moment, ist seit dem 25. August überall erhältlich und ja, hoffen wir, dass sie gut anläuft noch. Sehr gerne, und das ist ja wirklich was Spritziges, Junges, also junger Schlager, frischer Schlager und spricht eigentlich total die Jugend an irgendwo, oder? Ja, genau, das war das Ziel, dass wir es sehr modern halten und ja, eigentlich aber alle Generationen ansprechen. Und der Schlager wird immer moderner und die Jugend interessiert sich auch mehr dafür. Deswegen wollten wir den Song auch sehr modern machen und ja, für alle Altersgruppen passend eigentlich. Ja, also ich denke mal, das ist doch hiermit sehr gut gelungen und ich habe gerade vorhin im Vorgespräch nochmal ganz kurz überlegt, wann wir uns so eigentlich begegnet sind im Online-Bereich. Das war eigentlich so während der Corona-Zeit. Da bist du, glaube ich, mal auf mich zugekommen oder hast mal über den Kontakt mit dem Manuel Spitzer bist auf mich aufmerksam geworden und seitdem sind wir in Verbindung. Ja, genau. Und das freut mich sehr, dass das heute endlich geklappt hat mit unserem Interview. Passend jetzt zur neuen Single. Sehr gut. Ja, jetzt wer dich jetzt wirklich noch nicht kennt, ich meine, wenn man so sieht auf den Social Medias, du bist kräftig unterwegs, aber stell dich vielleicht doch mal ein bisschen noch mal kurz vor, seit wann bist du musikalisch aktiv und wie kam es zum Schlager vor allen Dingen? Ja, also den Schlager mache ich eigentlich schon seit 5 Jahren circa. 2019 habe ich meine erste Single veröffentlicht, Elektrisches Fieber, und war dann auch oftmals unterwegs schon bei einigen Auftritten und ja, jetzt kommt eben die neue Single, oder die neue Single ist draußen, besser gesagt. Und ja, der Schlager ist einfach die Musikrichtung, die mir zurzeit am besten gefällt und wo ich mich einfach wohlfühle, diese Musik zu machen. Und ich hoffe natürlich, dass das vielen gefällt. Und ja, wie vorhin schon gesagt, der Schlager wird immer moderner, deswegen ist da eigentlich keine Grenze. Es fließen immer viele Musikrichtungen schon ein und da kann man viele Musikrichtungen mit dem Schlager verbinden auch. Das stimmt. Und ich denke mal, auch gerade bei den Jugendlichen ist es auch irgendwo wieder ein Thema. Also wenn man Titel von Helene Fischer hernimmt, Atemlos, ich glaube, das war bei allen Festivals, darf das ja nie fehlen. Und das kommt auch bei den Jugendlichen, glaube ich, ganz gut an, oder? Auf jeden Fall. Es gibt ja, der Schlager ist immer moderner geworden. Viele Künstler machen den ja wirklich sehr modern, wie Helene Fischer, die viele, viele moderne Titel hat und ihre Shows, glaubt man ja auch gar nicht eigentlich, dass das noch eine Schlagershow ist. Aber auch Vanessa Mai, die da viel einen Umbruch geschaffen hat und den Schlager viel moderner gemacht hat. Ja, das stimmt. Aber jetzt, wie lange bist du jetzt der Sache oder musikalisch grundsätzlich schon treu? Gibt es irgendwelche Vorgeschichten, sei es die Eltern, oder gibt es da musikalische Vorbilder von dir? Ja, die Musik war eigentlich immer schon ein großes Thema und ich wollte immer schon Musik machen und singen und auf der Bühne stehen. Das ist irgendwie so gekommen, obwohl meine Familie jetzt nicht unbedingt so musikalisch ist. Aber es hat sich dann alles so entwickelt und dann wollte ich damals meinen ersten eigenen Titel machen und das hat dann auch gleich super funktioniert mit Elektrischem Fieber. Sehr gut. Du bist ja eigentlich noch wirklich noch blutjung, kann man sagen. Noch keine 20, oder? Wie alt bist du jetzt genau? 18. Also 18. Ich werde 19.
Wahnsinn, Wahnsinn. Also wirklich noch viel vor dir. Und zwei Singles sind draußen. Ich denke mal, du wirst jetzt schon eifrig an neuen Titel arbeiten. Klar, hat sich heute ja eh alles ein bisschen gewandelt. Ich meine, ob man jetzt gleich ein Album rausbringen muss oder das Ganze dann einfach nur über die Online-Dienste streut, das wird sich dann zeigen, oder? Oder was ist geplant jetzt für die Zukunft? Auf jeden Fall weitere Singles noch zu veröffentlichen. Mit dem Album glaube ich eher, dass das noch ein wenig dauern wird und jetzt erstmal mehrere neue Singles vielleicht noch erscheinen werden. Vielleicht nicht erst wieder in 4 Jahren, so wie das jetzt bei der neuen Single war. Dass wir ja relativ bald mal wieder dann einen neuen Titel bringen und ja einfach weiterschauen, wie es sich entwickelt. Ich denke mal, es war natürlich auch die Zeit. Gut, klar, Corona war eine Sache, wo es ein bisschen schwer war, was zu produzieren oder sich irgendwo zu treffen. Und dann natürlich, nehme ich mal an, mit 18 und damals, ja, 5 Jahre, 4 Jahre zurück, wer rechnen kann, du bist ja bestimmt noch zur Schule gegangen damals. Und das war dann wahrscheinlich auch erstmal noch zu überstehen, die Zeit, oder? Genau, also bei der ersten Single war ich ja 14 Jahre alt und ja, natürlich bin ich dann zur Schule gegangen und das alles zu so vereinbaren mit den Auftritten ist natürlich nicht so einfach, wenn man noch zur Schule geht, aber ja, jetzt mit 18 geht das auch schon ein bisschen leichter und ja, dadurch eben durch die Corona-Zeit habe ich dann auch keinen neuen Titel veröffentlicht, aber jetzt möchte ich wieder richtig durchstarten. Wunderbar. Das wünsche ich dir natürlich dafür viel, viel Erfolg. Wie entstehen bei dir die Titel grundsätzlich? Das ist jetzt auch die Frage. Legst du da selber auch schon ein bisschen Hand mit an, sei es Komponieren, Texten oder kriegst du das alles von außen zugeliefert? Beim neuen Titel durfte ich mitschreiben. Also wir haben den gemeinsam mit meinem lieben Produzenten, dem Dominik Hemmer und auch der Nathalie Holzner, die ja auch eine sehr erfolgreiche Schlagersängerin ist, gemeinsam kreiert sozusagen. Und das war für mich eine sehr, sehr spannende Erfahrung, auch mal mitzuschreiben und in diesen ganzen Prozess involviert zu sein. Und ich möchte auf jeden Fall jetzt auch in Zukunft noch weiter schreiben und vielleicht auch mal komplett selber einen Text schreiben, den wir dann veröffentlichen und ja, einfach da an diesem ganzen Prozess beteiligt sein. Ja, Nathalie Holzner an dieser Stelle sei gegrüßt. Die hat ja gerade aktuell auch ein sehr tolles Duett mit dem Norman Langen aus Deutschland wieder am Start. Wird demnächst auch bei uns zu Gast sein hier wieder. Aber da hast du ja wirklich tolle Leute im Hintergrund, die da bei dir mitwirken. Ja, ganz klar. Auf jeden Fall. Auftritte, wo kann man dich denn so antreffen? Wo bist du zu sehen überall? Was sind's für Also, Feierlichkeiten und Events? hauptsächlich kann man mich heuer in der Steiermark sehen. Also, eigentlich im Nachbarbundesland bin ich heuer sehr häufig und jetzt auch noch zweimal. Am Donnerstag, den 14. September, bin ich in Gamlitz bei den Sommerschlagern mit tollen Künstlern und ja, meine ganzen Termine, wenn es immer wieder neue Auftritte gibt, findet man natürlich auf meinen Plattformen, wo ich das dann immer hochlade auch. Genau, die darfst du jetzt auch gerne erwähnen, die Plattformen. Wo bist du überall zu finden? Facebook, Auf Instagram? Facebook, auf Instagram, also einfach Michael Huber eingeben, da müsste man es eigentlich gleich finden. Auf YouTube gibt es alle Videos zum Anhören, als Audio-Video, leider kein Musikvideo. Und natürlich auf allen Streaming-Plattformen. Ja, Musikvideo, gutes Stichwort. Ist das noch was in Planung? Kommt da noch was hinterher oder erstmal noch nicht? Zur aktuellen Single wird es kein Musikvideo mehr geben, Okay. aber ich möchte auf jeden Fall bei der nächsten Single dann ein Musikvideo produzieren. Ja, klar, da muss man natürlich auch immer wieder gute Ideen haben, wie man es umsetzt, was man macht, wie man es macht, ne? Dass es auch gefallen findet. Ja.
Deine Ja, genau. Klassenkameraden, wie haben die dich denn da so verfolgt, als du da mit der ersten Single am Start warst und jetzt da mit der aktuellen? Unterstützen die dich oder stehen die hinter dir? Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch sehr froh drüber, dass meine Freunde und auch meine ja, ehemaligen Mitschüler jetzt schon das auch unterstützen und dass die auch meine Lieder anhören. Das freut mich natürlich schon sehr. Ja, also wir haben es jetzt auch gerade gesagt hier mit Auftritten, zwei Titel sind es, aber dein Programm, was gehört sonst noch so zu deinem Repertoire? Also mein Programm ist bunt gemischt eigentlich. Also natürlich meine zwei Singles sind immer mit dabei jetzt, aber auch Coversongs, die man einfach kennt und die jeder mitsingen kann. Das ist immer ganz wichtig, dass man auch eine gute Stimmung vermitteln kann im Publikum. Aber ich singe auch gern mal Country-Titel in meinem Programm, ein bisschen eine andere Schiene, aber ein bisschen Abwechslung schadet ja nie. Das stimmt, genau. Und Country ist natürlich auch immer noch angesagt. Wenn ich bloß an meine Freunde, in Anführungsstrichen Freunde hier im hohen Norden denke, wiederum Truckstop, das ist so deutsche Country-Musik. Ja. Bestimmt auch eine bekannte Gruppe bei euch, oder? Die Gruppe, wie war der Titel nochmal? Truckstop gibt es ja schon seit Ja, 50 Jahren. Traktor ist auch bekannt Ja. in Österreich. Genau. Ja, sehr schön. Die nächste Single, ist die soweit schon wieder in Planung? Wann kann man da wieder nächstes Musikstück von dir erwarten? Ganz in Planung ist zurzeit noch nichts. Ich möchte jetzt erstmal die Single noch anlaufen lassen. Hoffentlich auch noch ein paar Radioeinsätze erzielen damit. Und dann vielleicht geht sie es heuer noch aus oder sonst hoffentlich Anfang vom nächsten Jahr dann eine neue Single wieder von mir. Sehr gut. Und die groben Ziele für dich, wo soll es bei dir irgendwo mal hingehen? Was sind so deine musikalischen Pläne? Ja, Gibt es da Ziele was? gibt es natürlich viele. Es gibt viele Ziele und ja, viele Träume. Und ich muss natürlich da noch lange, lange dran arbeiten, bis das dann hoffentlich alles mal in Erfüllung geht. Aber natürlich, ein Album ist ein großes Ziel. Und dann hoffentlich auch mal eigene Konzerte zu spielen mit einer Band. Und ja, das sind so mal die großen Ziele und auch vielleicht mal eine TV-Show. Ja, es gibt viele Ziele und man muss aber natürlich hart dafür arbeiten. Die Schlagerbranche ist nicht einfach, aber dranbleiben. Genau, du sagst es. Dranbleiben, das ist ganz wichtig. Und dazu sage ich mal, sind unsere Plattformen hier Promigeflüster auf alle Fälle auch immer wieder eine gern gesehene Plattform, wo sich wirklich die Künstler vorstellen dürfen und können. Und ich würde einfach sagen, wir bleiben in Verbindung, wir bleiben in Kontakt. Wenn sich bei dir wieder was Neues tut, wenn du wieder eine neue CD oder Single mal hast, dann jederzeit melden und vielleicht sehen wir uns irgendwo mal bei einem Auftritt. Warum denn nicht? Ja, ich hoffe, vielleicht geht sich da irgendwann mal aus mit einem Auftritt in Deutschland. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit, heute bei euch zu sein. Es hat mich sehr, sehr gefreut und ich hoffe, wir hören uns ganz, ganz bald mal wieder. Sehr gerne und ich sag mal, mach's gut, viel, viel Erfolg auf deinem musikalischen Karriereweg und bis zur Dankeschön. nächsten Ausgabe. Den Zuschauern sage ich auch recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und den Namen Michael Huber unbedingt merken, reinschauen. Man kann es auf allen Download-Plattformen, denke ich mal, den Titel bekommen. Amazon, iTunes, wie auch immer. Also da ruhig mal kräftig Gebrauch machen davon. Ich würde mich sehr freuen. Wunderbar. Dann, wie gesagt, dir alles Gute und Entschuldigung, wenn wir Vielen vielleicht Dank. Unterbrechungen vielleicht hatten, aber die Leitung war eigentlich relativ stabil. Herzlichen Dank. Dankeschön auch und bis zum nächsten Mal.
Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.